Also ich bin jetzt hier, weil ich es wichtig finde, dass man ausreichenden Personalschlüssel braucht, um den hohen Arbeitsanfall bewältigen zu können. Der Fachbereich 3 aus Hamburg hatte zu dieser Aktion aufgerufen und Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin zur Kundgebung eingeladen. Jetzt ist es so, dass auf den Wohnbereichen oft die Kollegen alleine sind. Also mit 10 oder 15 Bewohnern sind sie alleine. Das ist natürlich eine Situation, die schon an gefährliche Pflege grenzt. Ein großes Problem, was wir in der Altenpflege haben, ist nicht nur, dass Personal fehlt, sondern dass das Personal, was da ist, unter diesen Rahmenbedingungen so massiv Probleme hat, dass wir einen sehr hohen Krankenstand haben in vielen Einrichtungen. Und wenn zu wenig Personal da ist, dann kann man das Folgende machen, nämlich eine Gefährdungsanzeige zu übergeben. Aktuellen Untersuchungen zufolge fehlen für eine angemessene Versorgung bundesweit rund 162 Vollzeitstellen und Pflegekräfte. Die Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks erhielt von den Betroffenen Gefährdungsanzeigen sowie eine symbolische Ausbildungsplatz-Fehlanzeige, um die Dringlichkeit der Forderungen zu unterstreichen. Ganz oben auf meiner Agenda steht das Thema Personalbemessung im Krankenhaus. Ich glaube, dass die Entwicklung, immer mehr Fälle mit weniger Pflegepersonal zu machen, gestoppt werden muss. Und deshalb wollen wir gerne, dass in den Fallpauschalen für die unterschiedlichen Behandlungen das Personal, so wie es notwendig ist für eine gute Behandlung, auch abgebildet und bezahlt wird. Der Forderung muss dann auch in irgendeiner Form Geld folgen. In der Pflege über die Pflegeversicherung und im Krankenhausbereich brauchen wir eigentlich überhaupt erstmal ein Personalbemessungsinstrument, weil ich glaube, dass wir ohne eine Festschreibung gerade auch des pflegerischen Personals im Krankenhaus in Zukunft keine Versorgungssicherheit für diese Personengruppe haben werden.